Ich begrüße euch, liebe Brüder und Schwestern. Wir sprechen darüber, wie wir unser Jahr richtig beginnen. Wisst ihr, viele Menschen ahnen nicht einmal, dass der Anfang des Jahres oft das Ende des Jahres bestimmt. Und was auch immer am Ende des letzten Jahres geschehen ist, wenn du dein darauffolgendes Jahr so beginnst. Schon seit Jahrzehnten verbringe ich den Januar in der stillen Zeit mit Gott. Im Gebet, im Bibellesen, im Nachdenken. Wisst ihr, für mich ist es sehr wichtig, an das Ufer des Ozeans zu gehen. Und wenn ich am Strand stehe, schaue ich in die Weite. Lange bemühe ich mich, meinen Verstand von allen Problemen, Sorgen, Ängsten und von Hektik zu befreien. Denn all das stellt ein Hindernis dar, das der Teufel aufstellt, damit der Heilige Geist nicht zu dir sprechen kann. Damit dein Verstand voller Negativität ist. Aus diesem Grund gebe ich euch eine Anleitung, wie ihr euer Jahr, euren Januar richtig im Gebet verbringt. Die erste Regel lautet: Rechtfertige keine Hektik. Oh, das Jahr hat jetzt begonnen. Ich habe so viel Arbeit vor mir. Ich muss so viel erledigen und habe so viele Probleme. Und damit rechtfertigst du deine Hektik. Alles, was du rechtfertigst, wird in deinem Leben immer wachsen. Und alles, was du verurteilst, alles, was du beschuldigst, wird sich von dir entfernen. Deshalb sollst du auf keinen Fall zu einer Geisel deiner Umstände werden, was auch immer sein mag. Denn du beginnst ein neues Jahr. Im Januar legst du das Fundament. Du machst etwas Besonderes. Wenn du das Fundament richtig gelegt hast, wenn man das Fundament aus Glück, Gebeten, dem Sieg, richtigen Proklamationen, der Lossagung vom Negativen, der Vergebung legt. Manchmal musst du jemandem zu 100% vergeben. Das nicht einfach nur sagen, sondern in der Seele machen. Musst du dir darüber tiefgründig Gedanken machen. Und das beansprucht Zeit. Deshalb sollst du dir im Januar Zeit nehmen, um ernsthaft nachzudenken, um dich ernsthaft mit dir selbst auseinanderzusetzen. Apostel Paulus, Freunde, offenbart uns solche Geheimnisse, die Geheimnisse großer Siege sind. Er sagt: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Denn nur wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Warum? Denn nur wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt, kannst du feststellen, dass es in dir womöglich ein Hindernis gibt. Vielleicht gibt es irgendein Problem, wenn ihr falsch gelegen habt, wenn der Teufel euch in der Hand hat, wenn er euch kontrolliert, wenn er euch gefesselt hat und an einer Kette festhält, an irgendeiner Sünde, sollt ihr ganz genau wissen, dass Gott alles sieht. Und das Schuldgefühl macht diese Kette nur noch stärker und dicker. Ihr sollt zu Gott kommen, der die Macht hat. Ihr selbst könnt weder eine kleine Sünde noch eine große Sünde besiegen. Glaubt mir, nur der Heilige Geist, nur er kann dir helfen. Ihr sollt euch vieler Dinge bewusst werden. Also hört mir zu. Wir sagten, dass wir im Januar im Gebet zu Gott kommen. Und wir haben einen Vorhof, so wie im Tempel Salomos. Im Vorhof sind alle Menschen. Bildlich gesehen sind das gemeinsame Gebete, die Interaktion im gemeinsamen Glauben, die sehr wichtig ist. Und dann kommt das Heiligtum. Im Tempel Salomos folgte daraufhin das Heiligtum. Im Heiligtum gab es einen Kerzenleuchter, Opferbrot und einen Räucheraltar. Aus was bestand das Opferbrot? Das war Mehl. Versteht ihr? Die Körner hat man zu Mehl gemahlen und dann über Feuer gebacken. Und das symbolisiert deinen Willen.
Das heißt, dass Gott im Januar an deinem Willen arbeitet. Er beginnt diese Arbeit in dir, um aus dir einen gehorsamen Menschen zu machen. Wisst ihr, es wird der Moment kommen, an dem du dem Heiligen Geist folgen sollst. Denn alle, die vom Heiligen Geist geleitet werden, sind Kinder Gottes. Und es heißt, die, die nicht vom Heiligen Geist geleitet werden, sind Menschen, die nach dem Fleisch leben und geistlich sterben. Jetzt die Frage. Natürlich möchtest du dem Heiligen Geist folgen, doch dein Wille soll gebrochen werden, wie das Brot in den Händen Jesu. Und dann wirst du vermehrt werden. Durch dich werden dann Menschen gerettet. Durch dich wird der Sieg kommen. Durch dich werden Menschen Heilungen bekommen. Durch dich werden die Menschen den Wohlstand bekommen. Menschen kritisieren immer nur erfolgreiche Menschen. Sie werden auch dich kritisieren. Aber dir soll das egal sein. Wichtig ist, was Gott über dich denkt und was du über dich denkst. Du sollst wissen, wer du bist. Genau im Januar geschieht die Selbstidentifikation. Du verstehst im Januar, wer du bist. Denn Gott gibt dir einen neuen Namen. Gott bereitet dich vor. Uns erwartet der Summit in diesem Jahr. Im Juli wird ein Summit stattfinden, den es so noch nie gab. Er wird 5 Tage lang stattfinden. Ich weiß, dass eine Vielzahl von Menschen dort einen neuen Namen bekommen wird. Menschen, die dazu verdammt waren, einsam zu sein, denen der Name gegeben wurde, die Einsame, werden einen neuen Namen von Gott bekommen. Sie wird heißen, mit einer Familie gesegnet, mit einem tollen Mann gesegnet, mit Kindern gesegnet. Die Unfruchtbaren werden heißen, gesegnet mit vielen Kindern. Die, die geldlos waren, werden heißen, die Wohlhabenden. Jemand war arm, ist jetzt aber wohlhabend, versteht ihr? Der Januar legt das Fundament für das, was in einem halben Jahr geschehen wird. Für das, was in 8 Monaten geschehen wird. Für das, was in 10 Monaten stattfinden wird. Den Januar sollen wir 2 Schienen weihen. Schaut mal, im Heiligtum gibt es das Opferbrot und den Kerzenleuchter. Damit meint man den Verstand. Im Januar sollt ihr euren Verstand befreien von einer negativen und täuschenden Denkweise. Der Teufel hat euch davon überzeugt, dass ihr unfähig seid. Der Teufel hat euch davon überzeugt, dass jemand mit euch nicht befreundet sein will, obwohl er mit euch befreundet sein möchte. Der Teufel hat euch davon überzeugt, dass euch etwas nicht gelingt. Er hat euch davon überzeugt, dass ihr die Gemeinde verlassen sollt, dass euer Pastor schlecht ist, dass euer Leiter so schlecht ist und dass auch ihr so schlecht seid. Doch wisst ihr was? Hört mir zu. Im Januar sollt ihr eure Denkweise erneuern. Das ist euer Kerzenleuchter. Er soll hier alles erleuchten. Wenn die Finsternis einen Menschen erfüllt, geht er darin unter. Jetzt hört mir zu. Der Räucheraltar symbolisiert die Emotionen. Als man den Weihrauch angezündet hat, ist der Rauch aufgestiegen. Dieser Weihrauch symbolisiert die Emotionen, die echte Demut vor Gott im Geist. Versetzt dich hinter den Vorhang, in das Allerheiligste, wo der Schrein der Offenbarungen stand. Dort sagt Gott zu dir, ich gebe dir eine Befreiung. Dort sagt Gott zu dir, ab diesem Moment an wirst du wohlhabend sein. Wisst ihr, einmal bin ich zu einem Menschen gereist und der Weg zu ihm dauerte sehr lange. Das war ein Prophet. Heute ist er schon im Himmel. Wir haben uns unterhalten und in einem Moment ist er stehen geblieben und hat zu mir gesagt, du wirst zu Hause ankommen und sehr viel Geld haben. Er hat das betont, dass ich sehr viel Geld haben würde. Nicht irgendwann, sondern sofort, sobald ich zu Hause ankommen werde. Und dieser Wohlstand wird nicht verschwinden. Es ist schwer daran zu glauben, wenn du ganz genau weißt, dass es unmöglich ist, dass du viel Geld haben wirst. Ich erinnere mich daran, wie ich am 16. Februar einen Gottesdienst durchgeführt habe, als ich nach dieser Reise wieder nach Hause gekommen bin. Und schon am 3. März besaß ich ein Haus im Wert von 350.000 $ und einen brandneuen Mercedes ML im Wert von $100.000. Wisst ihr, davor habe ich noch nie in solchen Autos gesessen. Doch Gott gab mir dieses Level.
Er erhob die Gemeinde auf eine neue Ebene. Ich habe gesehen, dass alles neu ist. So wie der Prophet es sagte, ist es geschehen. Bei uns ging es von da an nur bergauf. Wisst ihr, Gott möchte euch dort im Allerheiligsten etwas sagen. Doch ihr könnt euren Januar verlieren. Wisst ihr, als ich zu diesem Propheten kam, brachte ich auch ein Opfer mit. Ich sage euch, dass es zwei Schienen gibt. Das ist das Gebet und das Opfer. Im Januar legst du die Schiene des Gebets und des Opfers. Und aus deinem Geist beseitigst du alles Falsche. Aus deinem Verstand beseitigst du die Dinge, die dein Leben ruiniert haben. Wenn jemand etwas über dich gesagt hat und du das angenommen hast, du hast angenommen, dass du nicht fähig bist, du hast angenommen, dass dir nichts gelingen wird, du hast angenommen, dass du ein Mensch zweiter Klasse bist, du hast angenommen, dass du nicht hübsch bist. Wisst ihr, manchmal schaust du dir Menschen an und siehst, dass die Probleme in ihrem Kopf das Werk des Teufels sind. Zum Schluss möchte ich euch sagen, dass der Januar der Monat ist, in dem Gott euch befreien wird. Doch dafür musst du dich Gott zur Verfügung stellen. Nehmt euch jeden Tag Zeit, um mit ihm Zeit zu verbringen. Nehmt euch Zeit, um Fürbitte zu tun. Um Fürbitte für eure geistlichen Eltern zu tun. Die Fürbitte ist wie eine Art Opfer. Das Wichtigste, wofür Jesus gebetet hat, genau vor seiner Kreuzigung, genau vor dem Moment, der für ihn am schwierigsten war, das war die größte Bitte Jesu, das war das Wichtigste. Er sagte zu seinen Jüngern, betet mit mir, betet mit mir. Doch sie haben geschlafen. Dann kam er wieder zu ihnen und sagte, betet mit mir. Und beim dritten Mal sagte er, ihr schlaft immer noch. Das spricht davon, dass das für Jesus so wichtig war. Die Fürbitte ist heute unglaublich wichtig. Und wisst ihr, Freunde, ich möchte euch heute eine Sache sagen. Die Fürbitte ist wie ein Opfer. Wenn du sagst, Gott, ich tue Fürbitte für jemand anderes, für meinen geistlichen Vater, für meine geistlichen Eltern, für meine geistliche Mutter. In dem Moment sagst du, Gott, du siehst mich. Die Gerechtigkeit, was ist das? Es heißt, Gott erfüllt die Wünsche aller Gerechten. Das Wort Gerechtigkeit wird übersetzt als richtige Haltung vor Gott, wenn du in einer richtigen Haltung gegenüber Gott bist. In Epheser 6,2 heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, das erste Gebot. Nicht das zweite. Das spricht davon, dass du vor Gott eine richtige Haltung eingenommen hast, als du Fürbitte getan hast für deine geistlichen Eltern. Freunde, das sollt ihr heute hören. Ich möchte euch sagen, weiht den Januar dem, euch selbst zur Verfügung zu stellen, damit Gott alle Prozesse einleiten kann, sodass er in 2, 3, 5, 6 Monaten beim Summit und nach dem Summit Wunder vollbringen kann, sodass dein Opfer, das du am Anfang des Jahres darbringst, von Gott angenommen wird. Wie weiß ich, ob mein Opfer angenommen wurde oder nicht? Was soll ich opfern? Der Mittler zwischen dir und Gott ist immer der Frieden. Der Frieden in deinem Herzen, wenn du zu 100% Gewissheit hast, wenn du ganz genau sagen kannst, ich weiß, dass dieses Opfer zu 100% angenommen wird. Anders kann es nicht sein. Wenn du Zweifel hast, heißt das, dass du etwas noch nicht richtig machst. Tue alles dafür, damit dein Opfer keine Zweifel hervorruft, sodass du ganz genau weißt, dass Gott dich sieht, dass Gott dein Herz sieht, dass Gott alles sieht. Möget ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich habe die innere Gewissheit, dass das Jahr 2024 ein Jahr voller unglaublicher Wunder sein wird. Im Jahr 2023 haben wir sehr viele Wunderschöpfungen gesehen. Jeden Tag, jeden Tag. Und das hört nicht auf. Doch jetzt beginnen die Wunder für das Volk Gottes. Es beginnen Wunder für Menschen Gottes, für Diener Gottes. Ihr werdet das sehen und euch an meine Worte erinnern. Das, was ich sage, geht immer in Erfüllung. Merkt euch das. Ich sage euch, dass das Jahr 2024 besonders ist. Der Januar ist der Monat eurer Beziehung zu Gott.
Dort, wo es ein Hindernis gab, euch zu umarmen. Dort, wo ihr dem Heiligen Geist nicht geglaubt habt. Dort, wo du etwas auf Gefühle aufgebaut hast. Sollst du dich im Glauben mit dem Heiligen Geist vereinen und nach vorne gehen. Du wirst sehen, wie Gott dich mit seiner Hand. Du hast dich selbst immer hochgezogen. Du selbst hast dich bemüht. Du warst wie ein Hamster im Rad. Doch das ist nicht das Wahre. Gott wird dich erheben. Du hast versucht, mit deinen Paddeln immer stärker zu paddeln. Doch Gott gibt dir ein Segel. Und der Heilige Geist schiebt dich mit seinem Wind an. In Richtung der Wünsche, die niemals in Erfüllung gegangen sind. Deren Zeit in diesem Jahr aber gekommen ist. Amen. Möge Gott euch segnen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.